Ja, ich begrüße euch alle ganz herzlich zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel beim SV Lippstadt am morgigen Freitag. Ja, organisatorisch vielleicht nur kurz noch die Info vorweggeschoben, dass wir heute noch die Restkarten des Gästekontingents im Fanshop verkaufen. Wir davon ausgehen, dass die in dieser oder in einer solchen Zahl verkauft werden, dass es morgen eben keine Tageskasse mehr gibt vor Ort für den Gästebereich. Darauf sei an dieser Stelle nochmal hingewiesen. Wie viel sind das denn dann? 850 Karten. Ja, das vorweg und dann steigen wir wie immer mit der verletzten Situation ein. Wie sieht die aus in dieser Woche? Die hat sich, wie gesagt, wie immer nicht verändert. Sie ist immer gleichbleibend. Wie Sie sehen, heute versuche ich ein bisschen lauter zu reden, ja, nachdem ich alle darauf hinweisen. Ein Spaß beiseite. Also Philipp Zeiger fällt noch aus. Bei Cedric Harrenbrock ist der Genesungszustand sehr gut. Hat gestern das erste Mal so einen Teil des Mannschaftstrainings mitgemacht. Allerdings alles Dinge ohne Gegnereinwirkung. Das heißt, er wird so über die nächsten Wochen versucht, langsam ans Mannschaftstraining heranzuführen. Immer wieder ein Teil mit dem Reha-Trainer. Teile, die er mit dem Mannschaftstraining mitmachen kann. So. Und ich hoffe, dass das nach dem Wochenende auch noch so ist, dass wir uns hier hinsetzen und keine Verletzten vermelden müssen. Zeiger, gibt es da irgendeine Prognose oder ist das einfach? Nein, da gibt es keine Prognose momentan. Kann er irgendwas machen oder macht er gar nichts mehr? Also fällt er total runter und läuft nicht mehr? Oder? Der hat momentan total runtergefahren. Ja. Die beiden Probanden noch im Training? Nein, zumal wir jetzt aber auch heute keinen im Training hätten, weil wir heute spezifisch auf den Spieltag nochmal morgen trainieren. Deutet sich da was an bei den beiden? Sind die brauchbar? Bei Gross war es so gewesen, dass er schon gestern nicht mehr mittrainiert hat. Und bei Philipp Müller ist es so, dass er nächste Woche wieder zum Training kommen wird. Viermal ausgewechselt, nicht den spielentscheidenden Mann eingewechselt. Willkommen zurück auf der Erde, Herr Titz. Ich war mit den Einwechselspielern zufrieden. Ach so, ja. Gleich mal vorweg, ich fand, dass Ayodele Adetola und auch Hamdi Damani, dass die beide gute Chancen auf dem Fuß hatten. Aber ich habe ihnen gesagt, das gehört im Leben auch immer ein Stück weg Spielglück dazu. Und dann muss bei dem Spiel auch alles gut laufen, aber die Art, wie wir die Spieler, die wir gewechselt haben, auch wie wir David Sauerland mit reingebracht haben, das waren gute Wechsel gewesen. Und der Wechsel macht sich ja nicht nur an einem Tor fest, sondern auch an der Spielqualität, die der Spieler mit sich bringt. Und das ist nach wie vor bis dato sehr bemerkenswert, dass die Spieler, die reinkommen, weil es ist nicht einfach wirklich auch auf dem Punkt da sind. Gerade die erst im Laufe von der Halbzeit eingewechselt werden, das war ein sehr hohes Spieltempo gewesen, es ging auf und ab. Und dann kommst du als Spieler rein, ich weiß das aus eigener Erfahrung, und dann läufst du dreimal hoch und runter im Sprint und dann suchst du erstmal nach Luft. Und das ist etwas, was ich finde, was die Jungs vor allen Dingen auch gut machen, dass sie direkt in dieser Spielbelastung gut reinkommen und der standhalten können. Weitere Fragen? Wie sieht es morgen konkret um Gegner aus? So ein bisschen eine Wundertüte, die haben allerdings zuletzt mit 5-1 gewonnen, ziemlich deutlich. Was erwarten Sie? Ich weiß ja, dass Sie schon glauben, wenn ich zu den Gegnern spreche, dass ich die sehr positiv sehe, aber genauso ist es nun mal und das trifft auch aus Lippstadt zu. Wir dürfen uns alle nicht vom Tabellenstand dieser Mannschaft täuschen lassen. Ich habe sie selbst gegen Vail gesehen und kann Ihnen sagen, ich habe eine erste Halbzeit gesehen, die Lippstadt für sich mit dem Ball wirklich gut kontrolliert hat. Da hat der Vail, und Vail finde ich eine Spitzenmannschaft, die wirklich hohe Qualität hat. Die hatten Schwierigkeiten, einen Ballzugriff zu bekommen, das hat Lippstadt, also als eine der Mannschaften, die wirklich versucht, von hinten bedingungslos herauszuspielen, das hat mich schon, ich will so einen Mix sagen, also ich fand es gut. Ich glaube, das trifft es genau richtig, ja, weil ich bin ja jemand, der gerne Fußball sieht, der von hinten angelegt ist und wir treffen hier auf eine Mannschaft, die auf alle Fälle in der Spieleröffnung sehr mutig sind, die das qualitativ gut macht und da musst du immer bei so Teams aufpassen, dass du dir nicht mal
ein schnelles Tor empfängst oder dass sie länger die Null halten. Also wir wissen, dass wir auf eine Mannschaft kommen, die jetzt auch nach dem letzten Auswärtssieg natürlich auch ein bisschen Selbstvertrauen getankt haben. Aber das ändert nicht an unserer eigenen Herangehensweise, bei allem Respekt, die wir vor dem Gegner haben und auch der Qualität, die sie da mitbringen. Wir wollen natürlich an Lippstadt fahren, versuchen, das Spiel für uns zu entscheiden und haben mit Sicherheit uns auch unsere Gedanken gemacht, wo könnten wir Ansätze finden, dass wir dann erfolgreiche Spiele abliefern können. Aber es bleibt dabei, und das haben alle Spiele gezeigt, wir als Mannschaft werden wieder absolut in unserer Leistungsgrenze spielen müssen, weil die Spiele haben gezeigt, dass die Gegner wirklich gegen uns auch wirklich hoch motiviert sind und dass das keine einfachen Spiele sind. Das ist eine Frage der Konzentration, dann sagen wir Ihre Mannschaft nach diesen Highlights, Oberhausen, Uerdingen, Lippstadt klingt jetzt nicht unbedingt nach großem Fußball, auch wenn sie gut sind. Da kann ja im Kopf vielleicht auch was passieren. Das habe ich aber schon beantwortet nach dem Spiel, das glaube ich nicht. Das zeigen bei uns auch die Trainingsleistungen, die Art, wie die Stimmung ist und wie wir uns unterhalten und austauschen innerhalb der Mannschaft. Da wir momentan, das darf man auch nicht verkennen, Kader haben, wo es keine Verletzten gibt, haben wir natürlich unter der Woche, und das ist auch gut für uns, weil wir das so wollen, natürlich auch einen guten Konkurrenzkampf. Weil es geht darum, welche 18 Spieler am Spieltag nominiert werden und welche 11 von Beginn an auflaufen. Da war jetzt schon ein großer Fokus in der Trainingswoche drauf gelegen. Und der zweite Fokus, und das wissen die Spieler auch, eine Saison ist sehr, sehr lange. Und momentan haben wir lediglich eine Situationsanalyse, eine Momentaufnahme, in der wir die ersten Spiele erfolgreich gestaltet haben. Aber wir wissen, dass eine große Vielzahl an Spielen vor uns liegt. Und wenn du da wenige Prozentpunkte nachlässt, dann wird sich das im Fußball, das habe ich gelernt, ganz schnell rächen. Und habe das Gefühl, das zeigt momentan, so wie die Spieler sich geben, dass sie da schon sehr fokussiert sind. Aber das habe ich auch schon, wie gesagt, habe ich schon im Vorfeld gesagt. Also ich hoffe auch, dass das morgen Abend so ist. Sie haben uns ja schon ein paar Mal überraschen können mit der Aufstellung. Auch durch das unpopuläre Maßnahmen hier an Käfke in Rödinghausen. Blüht uns morgen Abend wieder so eine kleine Überraschung? Haben Sie da wieder aus dem Petto? Ziehen Sie wieder das Kanickel aus dem Zylinder oder... Nein, wir treffen kein Kanickel aus dem Zylinder ausziehen Entscheidung, sondern, wie Sie es eben zitiert haben, sondern wir haben eine ganz klare Idee, wie ein Gegner spielt, was wir glauben, was darauf gut passt und vor allen Dingen, wie sich die Spieler auch in den Spielen, aber auch im Training präsentieren. Und ich habe ja schon gesagt, das sind teilweise für uns keine leichten Entscheidungen, weil einige Spieler auf der Position wirklich sehr eng beieinander liegen, da machen es Nuancen aus und wir werden auch jetzt uns zusammensetzen müssen nach dem Training. Das sind keine leichten Entscheidungen. Und werden erstmal fällen müssen, welche 18 Spieler wir nominieren für den Kader. Also gut für uns, weil es zeigt, dass die Spieler wirklich gute Leistungen bringen, auch in den Trainingseinheiten. Für die Jungs, die leider nicht nominiert werden, tut es mir natürlich leid. Nein, der hat es mir nicht schwer gemacht, der hat uns überzeugt in dem, was wir als gemeinsame Gruppe gesehen haben. Nämlich wir haben uns lange Zeit Gedanken gemacht, dass wir ein Element in unserer Mannschaft, so wir verteidigen ja sehr hoch. Und wenn du sehr hoch verteidigst, brauchst du in der Regel wirklich ein richtig schnelles Element, der im Hochverteidigen im Zweikampf ist, der eine Qualität hat, da die Vielzahl der Zweikämpfer für sich zu entscheiden. Und da ist Daniel halt wirklich momentan außergewöhnlich gut, wie er das macht. Weil er wirklich fast alle Zweikämpfe holt, auch in der Luft, was man ja aufgrund der Größe im ersten Moment gar nicht so sehen würde. Und er jetzt Stabilität gibt, weil du weißt, wenn ein Gegner mal durchkommt, der kann ihn mit seiner Geschwindigkeit holen. Deswegen macht es uns nicht schwer, sondern es freut uns, dass wir auf der Position so einen guten Spieler haben. Ist ja auch schwer, ihn rauszunehmen oder in die Verteidigerposition. Das kann ich sagen, das haben wir nicht in Betracht gezogen. Wie meinen Sie das jetzt? Weil er war ja am Anfang ja immer Rechtsverteidiger, so, und jetzt in der Innenverteidigung, dadurch haben wir eben, zuletzt hat der Marco ja schon im Mittelfeld gespielt. Und ja, aber Sie haben ja auch die Spiele gesehen wie in Oberhausen, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt brauchen wir so ein Element wie Daniel auf der rechten Seite, jetzt brauchen wir in der Innenverteidigung ein anderes Element. Das ist immer, das darf man nicht verkennen, bei Marco hat sein Spiel verändert, weil er jetzt auf der halben Achterposition spielt. Da spielt er viel mutiger, da muss er auch automatisch, weil er aus einem anderen Raum kommt. Und wenn du ihn dann zurückstellst, bekommen wir mit Marco zum Beispiel eine andere Spieleröffnung im Spiel rein.
bekommt man einen anderen Spieler, der für sich nicht eher die Tiefabsicherung sieht, sondern der auch das hohe Spiel, das schnelle Übertrippeln. Das glaube ich schon, das ist ein Aspekt. Das ist auch gut, dass wir im Spiel so variabel umstellen können. Aber wenn Sie auch rechts anschauen, ob das jetzt Sauerland oder Bischler ist, auch da haben wir ja zwei Spieler, die wirklich eine gute Qualität und gute Leistung gebracht haben. Daran anknüpfen, ich fand auch, also ich war überrascht, wie gut der Marco mit dem Spiel im Mittelfeld getan hat, auch gegen Uerdingen gerade. Da hat er ja schon eine Präsenz mit seinem Körper da und hat einige Sachen auch gut gelöst, wo er eigentlich hinten gar nicht so auffällt in seiner Spielanlage. Im Mittelfeld wirkt er eigentlich irgendwie freier, sagen wir mal, in seiner Entscheidung. Ich würde es anders beschreiben, wenn Sie da mal einen Zweikampf verlieren, verlieren Sie in der Mittelzone einen Zweikampf. Okay. Dann ist nach hinten nichts passiert. Das heißt, Sie können als Spieler schon ein ganz anderes Zweikampfverhalten, ein etwas risikoreicheres an den Tag legen. Und hinzu kommt noch, Marco ist ja auch ein Spieler, der einen guten Speed hat und wir uns natürlich auch Gedanken gemacht haben da auf Uerdingen. Wenn er auf der halblinken Position spielt, dann haben wir mit ihm natürlich gerade in diesen Räumen eine gute Zweikampfabsicherung für die Spieler, die hinten dran sind. Er geht gut ins Doppelungsverhalten. Und die Qualität, die er hatte, hat er auch gezeigt. Er hat ein gutes Tempo-Dribbling, wo er Räume brücken kann. Warum sind denn die größte Qual der Wahl im Sturm? Da gibt es ja auch viele Kandidaten für eine Position. Ich will mich da nicht beschweren. Und auch meine Kollegen, glaube ich, nicht. Es ist was viel Schlimmeres, wenn wir da sitzen und haben nur 15, 16 Spieler zur Verfügung und müssen überlegen, wo vielleicht noch der eine oder andere angeschlagen ist oder im Leistungstief. Also von daher bin ich froh, dass wir momentan so viele Spieler zur Verfügung haben, die sich auch gut präsentieren. Aber klar, im Zentrum, im Sturmzentrum ist es ein Stück weg noch schwieriger, weil wir da nur in der Art, wie wir Fußball spielen, nur eine Position haben und da haben wir in der Tat mehrere Spieler, die dafür in Frage kommen würden. Nein, der Eindruck täuscht. Aber da ist die Situation einfach, dass ich finde Marcel ja einen sehr interessanten Spieler. Marcel hat auch eine gute Vorbereitung gehabt und dann hat er die ersten Spiele, auch noch im ersten Spiel das Tor mit rausgeholt für den Elfmeter. Dann kam es halt aber so, dann wird Enzo Wirtz gesund. Du hast so ein Gefühl bei ihm, wenn du ihn bringst, dann macht er direkt zwei Tore. Dann haben wir mit Hamdi Damani einen Spieler, der natürlich ein ganz anderer Spielertyp ist mit seiner Erfahrung, mit seiner Körperlichkeit. Dann haben wir mit Jan-Lukas Doro einen Spieler, das wissen ja nur die wenigsten, der wie in Kaiserslautern 2 gespielt hat, hat ja oft die Stürmerposition begleitet, daher kenne ich ihn ja noch als Gegner. Und der die eigene Art mitbringt, dass er sich in den Zwischenräumen gut bewegen kann, dann kommen wir mit unseren Beinen schnell anders durch. Also wir haben halt auf der Position wirklich eine gute Vielfalt. Das ist für uns als Trainer, für uns als Mannschaft sehr vorteilhaft, für den einzelnen Spieler kann es natürlich teilweise auch mal wehtun. Die treffen wir jetzt wirklich erst nach der Trainingseinheit, wo wir uns alle zusammensetzen und drüber sprechen. Ich glaube, was Ihnen nicht schwerfällt, ist die Entscheidung ganz hinten. Ne? So wie der Herr Lenz in letzter Zeit gehalten hat, auch gerade gegen Uerdingen, der hat sich, glaube ich, erstmal festgespielt im Tor. Oder? Ja, Marcel macht das sehr gut. Wir haben ja auch, das kann man ja ganz offen sagen, weil wir haben einfach mit Jakob Gulsen einen sehr guten Torwart geholt, der jung ist, der entwicklungsfähig ist, der Qualität mitbringt, der wirklich auch im Training gute Leistungen zeigt, aber da haben wir dann auch uns dafür entschieden, nicht zu wechseln, weil wir gesagt haben, Marcel macht das momentan sehr gut und da musst du immer ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass du unnötig jemanden vielleicht ein bisschen nachdenklich machst und Unsicherheit bringst, weil das ist schon eine Position, die muss für eine Mannschaft sehr viel Ruhe ausstrahlen. Weitere Fragen? Noch nicht da waren. Letztes Jahr gegen Lippstadt ging ja eine Serie zu Ende oder sagen wir mal die Euphorie, die fiel ein bisschen in sich zusammen nach der 2:3 Heimniederlage hier. Ich glaube, der Vergleich, der hinkt wahrscheinlich mit der heutigen Mannschaft. Was lässt Sie denn optimistisch nach vorne blicken, dass es jetzt morgen Abend dann doch anders laufen wird, dass die Serie hält? Also grundsätzlich muss ich sagen, das haben Sie auch schon gemerkt, ich vergleiche nichts mit der vorgehenden Saison, weil ich da erstens noch gar nicht da gewesen bin und nicht verantwortlich war. Weil wir, finde ich, eine andere Mannschaft auf dem Platz stehen haben, die nicht vergleichbar ist. Und weil es eine neue Saison ist und die Seasons lassen sich eh nicht miteinander vergleichen. Wir gehen auch mit einer, glaube ich, mit einer anderen Spielerin an die Sache heran. Und
ist jetzt völlig unabhängig von der Liga. Ich finde, die Spieler inklusive Vorbereitung haben gezeigt, dass sich die Mannschaft stetig stabilisiert und weiterentwickelt. Und wenn man die Spiele sieht, was mich positiv vorausblicken lässt, ist die Tatsache, dass wir wenig Torschancen zulassen und dass wir im Defensivverbund sehr gut verteidigen und dass wir immer stabiler werden in unserem Anlaufverhalten, was in der vordersten Reihe beginnt. Dass wir da nach wie vor erst auf dem Weg sind, der auch noch gewisse Zeit benötigt, aber das ist ja auch gut, wenn wir für uns eine gewisse Luft nach oben für die Entwicklung haben, aber die Defensivarbeit, die weiß ich, wie wichtig die ist. Wenig Gegentore bedeutet immer, dass man Spiele sehr lange offen hält und dass man immer gute Chancen hat, Spiele für sich zu entscheiden. Ich glaube, wenn eines die Spiele gezeigt haben, wir haben in der Offensive durchaus Qualität, wo du immer mal mit einer individuellen Aktion auch ein Spiel für dich entscheiden kannst. Sie sprachen ja mal von den ominösen 6 Monaten, die man sich geben muss. Glauben Sie, dass wir zeitlich ein bisschen Vorsprung haben im Augenblick, damit das Nein. sich so entwickelt? Nein. Ich glaube nur, dass wir eines gemacht haben und darüber darf man nicht immer alles hinwegtäuschen. Wir haben Ergebnisse geholt. Und Fußball ist ein Ergebnissport. Und der übertüncht noch Ergebnisse immer gerne etwas. Also wir haben für uns, für das, was wir mit der Mannschaft spielen und was wir uns vorstellen, sehen wir schon Dinge, wo wir noch Verbesserungsbedarf haben und auch einfach die Entwicklungszeit benötigen. Gerade wenn du davon sprichst, dass du eine Mannschaft übernimmst und fängst an, mit ihr von hinten heraus das Spiel aufzubauen. Das ist einer der längsten Prozesse, die es überhaupt gibt, bis da Automatismen drin sind, bis da die Sicherheit drin ist. Und vor allen Dingen, was man nicht vergessen darf, bis dieser Mut und dieses Selbstverständnis sich im Kopf des Spielers verankert hat. Ich kann das, ich brauche keine Angst haben, dass ich einen Fehler mache, weil ich eine gewisse Sicherheit drin habe. Mal ein anderes Thema. Ich habe gehört, Sie haben jetzt unter der Woche auch viel fürs Teambuilding getan, an Bowlen oder Kartfahren, richtig? So wie ich das mitkriege, ist gerade ein sehr hoher Wohlfühlfaktor in der Mannschaft. Können Sie das bestätigen? Und wenn ja, was hat dieses Kartfahren zum Beispiel gebracht? Also ich glaube in der Tat, ich unterhalte mich ja auch unter der Woche viel mit den Spielern, auch mit dem Mannschaftsrat, weil ich das finde, das ist eine der wichtigsten Aufgaben, dass die Spieler, erstens übrigens auch einfach das ganz normale haben, der Trainer ist interessiert an ihnen, und das andere, dass wir auch herauskriegen, wo könnten Strömungen sein. Und momentan macht es in der Tat einen sehr harmonischen Eindruck, was wir grundsätzlich gut finden. Mit dem Kartfahren hat es auf sich gehabt, das hat 2 Faktoren. Das kam über unseren Athletiktrainer, über den Sven Lindemann mit rein. Das hat einen Aspekt, Kartfahren grundsätzlich, wir haben uns auch intern schon drüber unterhalten, finden wir eine gute Teambuilding-Maßnahme. Du kommst als Mannschaft zusammen, du machst mal was komplett anderes, was nichts mit Fußball zu tun hat. Und die haben ja dann auch so eine kleine Rivalität gegeneinander. In dem Falle kam es dann wieder dazu, das war ein Qualifying. Das heißt, das Kartfahren ist für den RTL-Spendmarathon, findet die Veranstaltung statt. Und es mussten sich quasi 8 Spieler qualifizieren. Das war interessant, weil da hast du viel Spaß, da hast du viel Gesprächsstoff, das trägt sich ja über den Tag hinaus. Und ich finde, eine Mannschaft lebt von anderen Gesprächsthemen. Bowling finde ich eine super Sache, die habe ich schon an meinen vorhergehenden Stationen gemacht, weil dann du teilst verschiedene Gruppen ein und du hast wieder eins. Die Gruppen, die eingeteilt sind, die spielen im Wettbewerb gegen die anderen und die Gruppe muss sich finden. Sie muss zusammenarbeiten, sie muss zusammenspielen. Und Sie waren wahrscheinlich alle auch schon Bowling spielen. Sie wissen doch, wie es ist, wenn Sie mit Ihrer Freundin oder Freundin oder Frau spielen gehen und Sie schaffen es, da 10 abzuräumen. Da haben Sie eine Explosion in sich. Ja? Die ist bei mir nicht anders wie bei Ihnen und bei den Spielern. Und das führt dazu, dass du halt eine andere Stimmung, andere Gespräche und ein anderes Erlebnis. Der Spieler gibt sich ganz freier. Es ist eine andere Atmosphäre. Es wird aber etwas sein, wo wir für uns hier auch pflegen. Ich finde es auch wirklich toll, wie wir das am Spieltag hier haben. Wir oben dann die große Loge haben, wo die Frauen, wo die Freundin, wo die Familie, wo die Kinder mitkommen. Also ich glaube, wenn eine Mannschaft funktioniert, wenn Fußball ist eine Mannschaftssportart, dann glaube ich, ist es das Schwierigste, möglichst viele Spieler zusammenzubringen, dass sie miteinander funktionieren. Und das ist einfacher, wenn sie sich untereinander kennenlernen. Und wenn man gemeinsam Dinge unternimmt, dann lernt man sich einfach auf einer anderen Ebene kennen, die auf dem Platz hilfreich sein kann. Ja, weitere Fragen scheint es nicht zu geben. Dann vielen Dank fürs Kommen und bis morgen in Lippstadt.